damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Das beantwortest du nie, heute mit Mario Basler. Ja. Hallo. Freunde, schreibt jetzt schon mal schöne Fragen in die Kommentare für die nächsten Promi. Und die werden dann beantwortet. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Die Regeln sind einfach wie genial. Wir bekommen Fragen, müssen sie beantworten. Wenn wir eine Frage nicht beantworten möchten, dann können wir auf den Buzzer hauen. Aber nur einmal. Einmal nur, ja. Okay. Wir legen los mit Frage Nummer 1. Wie viel Euro befinden sich aktuell in deinem Geldbeutel? Ich habe keinen Geldbeutel, aber aktuell hätte ich 110 Euro dabei. Hast du die bewusst abgehoben für irgendeinen Einkauf oder sind die einfach schon... Nein, ich habe nie viel Geld in der Tasche. Mhm. Mein Auto ist vollgetankt, Zigaretten habe ich. Ja. Was will man mehr? Ich habe gar kein Geld in meinem Geldbeutel, ich habe wirklich nur Karten. Also ich habe vielleicht mal einen Zehner, aber ansonsten habe ich gar kein Bargeld mehr. Okay. Wie findest du, dass das Bargeld bald abgeschafft wird? Ich glaube, das wird, ich weiß genau, ob das so bald kommt. Habe ich bei Telegram gelesen, das wird bald alles abgeschafft. Dann wird es bestimmt noch ein paar Jahre dauern. Machst du gern Bargeld und Münzen und so damit bezahlen? Auch beim Einkaufen? Bezahle sehr gerne in Bar, ja. Äußerst selten mit der Karte. Es muss ja auch nicht jeder wissen, wo ich bin und bezahle. Das stimmt. Hast du auch schon mal so einen dicken, fetten Batzen Geld gehabt, wo dann so ein Papier drum ist, wo dann draufsteht 1000 oder 10.000? Ja. So ein Stack? Ja, man hat ja auch schon mal Geld abgehoben, ein bisschen mehr. Aber, ja, okay. Aber das muss ich mal machen. Mal 50 Euro abheben in Fünferschein, mach ich auch so ein Stack drum. Okay, nächste Frage. Wann haben dich deine Fans das letzte Mal genervt? Ach, meine Fans haben mich jetzt vor, also der eine oder andere, natürlich nicht alle, aber ich habe jetzt am Wochenende eine Veranstaltung gehabt, da war ich auch am Drehen und da waren schon ein paar nervige Leute. Wieso, was haben die denn Nerviges gemacht? Die waren angetrunken und haben Blödsinn erzählt und uns vollgequatscht und das ist dann nervig und dann habe ich nur weggeschickt. Und was machst du dann, wenn ich jetzt dieser Typ wäre, ey Mario. Dann sage ich, setze wieder an den Platz, geh noch was trinken, das reicht ja dann. Und dann hören sie auf dich natürlich, ne? Ja, das ist, ja, klar. Da haben sie schon noch einen gewissen Respekt. Muss auch sein. Dennis und ich waren vor ein paar Wochen auf Mallorca am Ballermann. Da muss ich sagen, da haben uns wirklich 99,9% der Menschen nicht genervt. Aber auch beim Essen, Dennis hat sich einen leckeren Hummer bestellt, zum Beispiel mitten an der Playa. Und da wurde er beim Hummeressen gestört. Da kam wirklich ein Angetrunkener, hat den Kopf halb in den Hummer gehangen. Und der hat zum Beispiel gar nichts mehr mitbekommen und das nervt dann schon. Ja, das ist eigentlich. Dann spreche ich Machtwort. Okay. Geh bitte. Und dann geht er natürlich auch. Ansonsten lieben wir unsere Fans. Es sind keine Fans, für mich ist das eine Community. Es gibt keine Rangordnungen. Ich bin einer von euch. Wann hast du das letzte Mal bitterlich geweint? Oh, das letzte Mal bitterlich geweint habe ich, als mein Papa gestorben ist, 2006 im September. Und habe ich das letzte Mal bitterlich geweint. Ich habe auch, glaube ich, das letzte Mal bitterlich geweint, dass meine Oma gestorben ist. Ansonsten habe ich, glaube ich, schon Ewigkeiten nicht mehr geweint. Hat sich irgendwie nicht ergeben. Gott sei Dank. Ja, und man kann auch Glückstränen vergießen. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier Profitorhüter werde. Mein großes Ziel, EM 2024 im eigenen Land. Nummer eins. Und wenn ich das schaffe und ich dann den Anruf von Herrn Flick kriege, komm rüber, dann weine ich natürlich auch am Telefon. Da würde ich auch weinen. Welcher bekannte Fußballprofi ist absolut überbewertet? Wo beim Thema wären? Timo Werner ist für mich überbewertet. Gut, für dich ist er überbewertet, für mich auch. Ja, jetzt geht er wahrscheinlich wieder zurück zu Leipzig. Das ist, glaube ich, fix seit gestern, dass er wieder zurückgeht. Und ja. Toller Verein mit viel Geschichte und Tradition. Was sind deine drei schlechtesten Eigenschaften? Ich habe keine schlechte Eigenschaft. Mhm. Außer, gut, schlechte Eigenschaft können natürlich Rauchen sein. Ja. Aber drei würde ich jetzt, glaube ich, nicht finden. Ja, die drei zusammenzubekommen ist schwierig. Ich glaube, wir sind zwei sehr gute Gutmenschen. Glaube ich auch. Das würde ich sagen. Auch. Wir sind Prototyp. Prototyp Mann. Ja. So. Was willst du mehr? Vervollständige den Satz. Geld allein macht dich glücklich, weil man sich Liebe nicht kaufen kann. Dann würde ich sagen, Geld alleine macht nicht glücklich, weil das Wichtigste die Gesundheit ist. So muss das sein. Was willst du mit den Millionen auf dem Konto, wenn du krank bist? Wie wichtig ist dir mediale Aufmerksamkeit? Du bist ein alter Hase im Showbiz. Also mir ist es jetzt nicht besonders wichtig. Mhm. Ne? Es ist natürlich schön, wenn du Aufmerksamkeit bekommst, aber das ist jetzt für mich persönlich überhaupt nicht wichtig. Mhm. Ja, ich bin ein Shootingstar in der Branche. Ich bin Quereinsteiger.
von Jan auf Stahlbauer, jetzt stehe ich neben Mario Basler. Mir ist das schon wichtig, aufzutauchen, aber nicht um jeden Preis. Okay. Sondern ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen. Okay. Die Privatperson, die interessiert es ja gar nicht, ob ich jetzt irgendwo in einer Schlagzeile auftauche oder nicht. Aber der berufliche Benny, der steht da schon drauf. Wieso eigentlich Wodka Lemon? Was war das? Du hast früher immer Wodka Lemon getrunken? Nein, jetzt, die letzten Jahre trinke ich sehr gerne Wodka Lemon. Ja. Das ist einfach für mich ein gutes Getränk. Hast du auch so ein T-Shirt mit Wodka Lemon? Nein. So ein Merch? Das habe ich nicht, nein, aber ich habe mal einen Wodka gemacht. Es gibt auch viele Getränke ohne Alkohol, wie zum Beispiel Lemon. Deutschland wird 2022 Weltmeister, wenn ich im Tor stehe. Du bist ja Fußballprofi, du bist ja ein Experte. Wie kann Deutschland es schaffen? Deutschland wird 2022 Weltmeister, wenn alle anderen nicht mitspielen. Schaust du die WM überhaupt? Ja, ich schaue, kommt drauf an, wichtige oder gute Spiele schaue ich mir an, also wenn sie jetzt gegen Malta spielen, eine Vorbereitung zum Beispiel. Kann auch in die Hose gehen. Ja, aber das schaue ich mir trotzdem nicht an. Wie guckst du den Fußball? Hast du zu Hause eine Leinwand? Nein, ich bin am liebsten zu Hause und mache meinen Fernseher an und lege mich auf die Couch. Popcorn? Nein, aber Aschenbecher. Ein schönes Getränk. Ja, und da gucke ich mir schön zu Hause. Ja. Oder mit Kumpels. Guck ich mir und wie Spiel. Reagierst du, wenn Deutschland ein Tor schießt? Wie jubelst du? Damit, ja! Nein, ich jubel überhaupt nicht. Ich freue mich, aber völlig entspannt. Du siehst es da, wie Werner ein Tor schießt. Das machst du. Tor, Werner. Schön. Wird ja eh nicht passieren, deswegen bleibt uns das erspart. Okay. Das war Das beantwortest du nie mit Mario Basler! Schreibt doch gerne weitere zotige Fragen in die Kommentare und abonniert den Kanal. Und Mario hat uns in der ARD-Mediathek besucht. Link ist in der Infobox. Klickt euch rein und folgt Mario natürlich auf allen Profilen. Instagram. Okay. Wir kommen zur tollen Endcard. Oben gibt's von Mr. Wissen2Go Geschichte. Die Geschichte des deutschen Fußballs. Da spielt Mario auch eine Rolle. Und unten findet ihr die letzte Folge. Das beantwortest du nie. Tschüss.